Heute sollte es besser laufen. So, an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen an alle zum Live-Let's Play von Randall's Monday, hier am Montagabend. Ich weiß gerade wieder mal nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich bin total raus, werden gleich mal gucken. Ja, wir werden mal gucken, wir werden direkt starten. Für alle, die die vorangegangenen Folgen noch nicht gesehen haben, ich habe es komplett auf YouTube hochgeladen. Ja, den letzten Stream mussten wir, was Randall's Monday anbelangt, ja abbrechen, wegen der Verbindungsabbrüche. Heute, toi toi toi, sollte es wohl gut gehen, hoffe ich mal. Ja, also wie gesagt, es ist ein super geiles Spiel, super lustige Folgen, guckt sie euch an. Es ist viel, es sind glaube ich 17 Stunden, das ist schon eine Menge. Ja, Silent Bob und Jay kennen vielleicht einige von euch. Was mussten wir denn noch machen? Genau, in die Psychiaterpraxis. Unser Kumpel Matt ist doch da drin. Wow. Warum ist denn mein Gesicht auf dem Plakat? Oh, Cryman, danke schön für deinen Host. Spielchen, hä? Na, dann kann ich nicht einfach so rein. Okay, Ischlion. Schön, dass du da warst. Ja, klar kannst du wieder mitzocken. Gerne. Ja, ja, sind schon coole Leute hier, das stimmt. Ich freue mich schon, wenn du... Also, ne? Das Einzige ist natürlich, das wissen alle, ich bin Papa. Ich habe jetzt 2 Wochen lang meinen Sohn ab morgen. Da wird das schwierig mit dem Stream. Ne, ich weiß noch nicht genau, ob ich vielleicht was auf YouTube raushaue. Und wenn ich streamen sollte, also stellt euch eher nicht drauf ein. Dann erst spät abends und dann auch für nicht so lange. Ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Ne? Nur schon mal zur Info für alle. Ich muss gerade noch mal überlegen, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen... Stimmt ja. Hey, was geht, Charlie? Siehst ziemlich fertig aus. Bring mich einfach um, Randall. Ich kann diesen Song einfach nicht mehr ertragen. Hast du es mit Steckerziehen probiert? Hast du es mit Steckerziehen probiert? Ja, aber es hört nicht auf. Irgendjemand muss letzte Nacht hier eingebrochen sein und mein Sicherheitssystem lahmgelegt haben. Was haben sie denn mitgenommen? Sieht alles ganz normal aus hier. Die haben den Super-Zuckerschnecke-Unterwäschekatalog von 1972 mitgehen lassen. Wer immer das auch war, die wussten genau, was sie treiben. Das ist doch schon längst passiert. Scheiße, der ist ein Vermögen wert, oder? Keine Sorge, ich bin versichert. Nur der Song macht mich irre. Ich krieg das nicht abgeschaltet und der Techniker kommt erst morgen. Ja, Kopf hoch, Kumpel. Okay. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber mir gefällt der Song. Tja, du hast ja auch einen scheiß Musikgeschmack. Ich würde dir ja in die Eier treten, wenn ich nicht ernsthaft in Erwägung ziehen würde, mir die Ohren abzuschneiden. Komm schon, Charlie, das ist ein Klassiker. Mach dich locker und genieße es. Da, 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 da. Das geht doch ins Ohr, ne? Ren, das ist doch echt ein Arschloch, oder? Tut mir leid, Charlie, aber ich will mein Gewissen nicht mit noch einer Leiche belasten. Dann lass mich mit meinem Elend allein. Das lassen wir. Hast du Matt heute schon gesehen? Nein, warum? Habt ihr mal wieder gestritten, wer von euch die hübschere Braut abgibt? Ach ja, wir sind ja mit seiner Alten durchgebrannt. Matt hat eine gewisse weibliche Grazie an sich. Nee, das ist es nicht. Matt hat sich besoffen und treibt sich jetzt rum. Alles wegen mir. Möglicherweise habe ich ihm echt übel mitgespielt. Ach, scheiße. Dann weißt du ja, wie das ausgeht. Die Bullen werden ihn wohl mit einem Betäubungspfeil erledigen müssen. Entspann dich. Das wird schon wieder, weil ich ihn finde, bevor er irgendwas Dummes anstellt. Na klasse. Dann sehe ich euch ja heute Abend in den Nachrichten. Hm. Du hast wohl zu tun. Bis später. Ja, also wir sind auf der Suche nach Matt. Ich habe gerade gar keine Idee, wo der sein könnte. Was war noch mit den beiden? Hatten die nicht irgendwas für uns? Das werde ich sicher bereuen, aber was soll's. Hallo nochmal. Oh, Scheiße, was ist denn jetzt noch? Dein Kumpel hier ist schon einer von der stillen Sorte, hm? Der kleine Scheiße? Der spielt nur eine Rolle. Aber weißt du, ich bin ja mehr so der Party-Typ. Die ganze Schweigerei geht mir ziemlich auf die Eier. Sag was, du kleines, fettes Arschloch. Irgendwas. Siehst du? Der Wichser geht mir so richtig auf den Sack. Aber ich liebe ihn trotzdem. Auf komplett heterosexuelle Weise. Ja, ja, natürlich. Ja, verstehe. Was soll ich sagen? Aber das war doch so, dass Matt... gegenseitig. Das ist das Geheimnis. Zur Praxis gegangen ist. Ohne Respekt geht in dieser Freundschaft gar nichts. Die Petit-Takes. Ihr seid uns allen ein Vorbild, ganz sicher.
Ich hatte in letzter Zeit ja Probleme mit meinem besten Freund. Tja, da erwächst nichts Gutes draus, Mann. Freundschaft ist wie eine Pflanze. Muss man ab und zu gießen, sonst vertrocknet sie. Ja, kann mir schon vorstellen, was für eine Pflanze du da meinst. Du hast echt eine versaute Vorstellung. Weiß nicht mal, wie du das gemeint hast. Okay, dann lass ich euch mal weitermachen. Also ich meine immer noch, wir müssen da in die Praxis. Man sieht sich, Kumpel. Snoogens. Snoogens. Ja, klar. Snoogens. Ich passe. Die Typen wollen Party machen, nicht labern. Okay. Ich will nicht noch mehr Ärger. Wow. Können wir da nicht irgendwas mit anstellen? Haben wir ein Bild von irgendjemandem? Moment mal. Kommen wir in Mats Wohnung rein? Nee, ne? Aber ich glaube, wir können... Wie, was ist los? Nein! Das hatte Killermotte doch letztes Mal. Weißt du das nicht mehr? Ist nicht schlimm, alles gut. Ach Quatsch. Es wäre auf jeden Fall mal eine Idee, Nakitan. Freddy auf Mats Dach zeichnen. Ich weiß gerade auch gar nicht. Ich glaube, wir müssen nochmal alles absuchen. Ich bin nämlich ein bisschen raus. Aber wir müssen mal gucken. War da noch irgendwas? Sitzt da der Penner wieder? Nein. Hat er noch wieder irgendwas liegen lassen? Irgendwas Neues? Nein. Okay. Also wir können ins Haus. Da steht Mrs. Wir können aufs Dach. Ist Matt vielleicht da? Tote Tauben. Wieso liegen die da so verstreut? Mann, ich könnte mir sonst was holen, wenn ich... Die kann ich nicht einfach mitnehmen. Nee, ich weiß, aber können wir... Moment mal, können wir die vielleicht auseinanderschrauben? Das muss nicht geschraubt werden. Okay, dann halt nicht. Ja, wieder, ne? Boah, wir haben noch so viel Scheiße im Inventar. Ach, Quatsch. Ach, stimmt, Janik, das ist eine richtig gute Idee. Die wollen Party machen, wir haben das Radio noch. Geile Idee. Das können wir mal versuchen. Quatsch, bin ich hier überhaupt richtig? Nein, ich bin ja gar nicht richtig. Was mache ich denn da? Charlies Comics. Da könnt ihr mal sehen, wie raus ich da gerade bin. Das mit dem Radio ist eine richtig gute Idee. Da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht im ersten Moment. Yeah, das ist der richtige Sound. Dreh den Scheiß auf. Lol. Ich weiß, was du denkst. Du glaubst, wir schulden dir jetzt einen Gefallen. Aber wir sind hier nicht irgendwelche schwanzamputierten Pussys, Mann. Wir schulden dir gar nichts. Ich hatte gehofft, ich könnte wenigstens eine von den Captain Red Masken abstauben. Wenn du eine haben willst, musst du dafür betteln. Oh mein Gott. Gott! Was schwebt dir denn vor? Mal sehen. Ein Tanzwettbewerb. Du und ich gegeneinander. Aber sicher traust du dich nicht an jemand von meinem Kaliber ran. Okay, gebongt. Also, kannst du rappen? Zeig, was du drauf hast. Ich meine Double Rhymes und so, Alter. Double was? Jetzt geht nicht rum und glotz wie so eine verfickte Crackhure. Mach's Maul auf und friss mein Horn. Ich bin Gummi, du bist Kleber? Mach deinen Move, Homeboy, oder geh auf die Knie, egal wie. Friss mein Horn oder du gewinnst nie. Was für ein Scheiß. Wenn du so weitermachst, kriegen wir keine FSK 12 mehr.
Ich glaube, du hast echt tiefsitzende Probleme, Alter. Echt tiefsitzende Probleme. Ich glaube, du hast echt tiefsitzende Probleme, Alter. Echt tiefsitzende Probleme. Ich bin wie Gewürze, wie Pfeffer und Salz. Ich ramm dir jetzt gleich meinen Schwanz in den Hals. Was ist da los? Vielleicht da drüben gibt's einen guten Psychiater, mit dem solltest du mal reden. Mir geht das hier langsam auf die Nüsse, Homeboy. Weißt du, dass du immer nur das Gleiche sagst, aber mit anderen Worten, bösen Worten? Gleich da drüben gibt's einen guten Psychiater, mit dem solltest du mal reden. Hör zu, mein Homie, dein letzter Test. Geh auf die Knie, ich besorg dir den Rest. Okay. Deine Mutter geht auf die Knie. Deine Mutter geht auf die Knie. Wow, 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 wow. Das ist echt unter der Gürtellinie, Alter. Was? Mütter sind No-Go-Area, Mann. Du kannst nicht einfach die Mütter anderer Söhne beleidigen. Ist nicht cool, Mann. Mann, ich dachte doch nur... Ist mir egal, was du dachtest. Was ist nur los mit dir? Leute sind schon für weniger umgelegt worden, weißt du? Ja, Mann, mir sind keine fetten Reime eingefallen, also dachte ich halt an deine Mutter. Ey, lass das. Jetzt wiederholst du es auch noch. Meine Mutter war eine scheiß Heilige, klar? Okay, klar. Ich glaub's echt nicht. Ich versuch dir das zu verklickern und du tust so, als wäre gar nichts gewesen. Mütter sind unantastbar. Scheiße. Oh. Das geht echt nicht, Alter. Aber ich wollte doch nur... mitspielen. Hier, nimm deine scheiß Maske und verpiss dich. Und ich will deinen verdammten hier nicht mehr sehen, du Schwanzlutscher. Okay. Ist wohl das Beste. Tja, Radio mitnehmen. Ich nehme denen nicht ihr einziges Vergnügen weg. So, okay, dann sind wir das wenigstens los. Ich gehe davon aus, dass wir die jetzt aufsetzen. Eine Captain Red Maske. Ja, Mann. Und dann gehen wir zum Psychiater. Okay, ich glaub, jetzt kann ich rein. Hoffentlich ist Ellen da. Da sitzt guten er. Morgen, junge Dame, die ich noch nie im Leben gesehen habe. Und Ihnen auch einen wunderschönen guten Tag, maskierter Mann, der mir irgendwie bekannt vorkommt. Wie kann ich behilflich sein? Haben Sie einen Mann mit grünem Hemd und Brille hier irgendwo gesehen? Leider kann ich diese Informationen nicht preisgeben. Klar. Ich möchte Dr. Johnson sehen, es ist dringend. Bitte sagen Sie ihm Bescheid. Tut mir leid, aber Dr. Johnson hat heute keine Sprechstunde mehr. Tja, es ist wirklich ein Notfall, wissen Sie? Das verstehe ich sehr gut, Sir. Aber wir hatten etwas Probleme mit einem sehr gefährlichen Individuum mit starren Haaren. Und ich darf keine Fremden reinlassen. Besonders, wenn Sie keinen Termin haben. Tja, dann ist wohl heute mein Glückstag, denn der gute Herr... Und dafür... gibt's auch direkt einen... Ich gar keine Der Doktor drauf. Kennt mich sehr gut. Entschuldigen Sie, aber ich vertraue nicht gern Leuten, die sich maskieren. Dann verpassen Sie aber so einiges. Zum Beispiel von einem Superhelden, der von der Decke hängt, geküsst zu werden, oder? Oder auf bestialische Weise von einem Mann mit Motorsäge zerstückelt zu werden? Zugegeben, aber nicht alle maskierten Männer sind gleich. Auch wahr. Also was für einer sind Sie denn? Meint ich war jetzt ein bisschen zu fix? Ah, ich denke mal, nee, lassen wir mal. Einer, der das Verbrechen bekämpft, sobald die Nacht anbricht. Einer mit Superkräften. Einer, der seine Identität nicht preisgeben will. Wir nehmen auch Nummer 1. Einer, der das Verbrechen bekämpft, sobald die Nacht anbricht. Wirklich? Klar. Tatsächlich hat der Commissioner eigens ein neues Lichtsignal installieren lassen, damit er mir ein Zeichen geben kann, wenn er mich braucht. Ach so. Natürlich hat er das. Sir, warum setzen Sie sich nicht einfach da drüben hin und halten ein wenig die Klappe? Hey, behandeln Sie mich nicht, als wäre ich verrückt. Was ist denn jetzt mit meinem Notfalltermin beim Doc? Wie ich schon sagte, keine Termine mehr frei. Aber wenn Sie wollen, mache ich Ihnen für morgen schon früh einen. Geht das schon wieder los? Morgen ist es zu spät. Also am Mittwoch. Vergessen Sie es, Miss. Übrigens... Der Patient da drüben sieht gar nicht gut aus. Das Dekor hier drin ist ein bisschen kitschig, finden Sie nicht? Ich würde mal sagen, wir nehmen Nummer 1. Der Patient da drüben sieht gar nicht gut aus. Tja, armer Alan. Ein anderer Patient hat bei ihm wohl einen Nervenzusammenbruch ausgelöst. Oh nein. Ja, schlimm. Der ist schon seit letzter Woche so. Dr. Johnson sagt, man soll ihn in Ruhe lassen. Dann wird er schon wieder. Er ist schon das ganze Wochenende so? Was ist denn passiert? Ich glaube, das war letzten Donnerstag. Dieser stachelhaarige Mann kam hier mit einem Affen rein und sie fingen an zu streiten. Der Affe regte sich fürchterlich auf und fing an, mit Kot zu werfen. Das kennen wir doch schon. Ellen hat das alles hautnah miterlebt. Seitdem ist er nicht mehr derselbe. Ganz normale Reaktion. Von Ellen? Nee, vom Affen.
Sie wissen nicht zufällig, wer dieser Freak mit seinem Haustier war? Dr. Johnson hat alles der Polizei übergeben. Ich glaube, dieser unfreundliche Sergeant Kramer kümmert sich darum. Deswegen hängen die Plakate mit dem Bild des Täters im Eingang. Oh, super. Das Dekor hier drin ist ein bisschen kitschig, finden Sie nicht? Tja, Dr. Johnson hat eine Schwäche für Sachen, die ihn an seine Kindheit erinnern. Tja, habe ich mir gleich gedacht. Ach, das hab ich gar nicht gesehen. Na dann, Sie haben sicher eine Menge zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jederzeit wieder, Sir. Einen schönen Tag noch. Okay. So, ich muss mal eben ganz kurz auf Pause machen. So, geht schon wieder weiter. Zack. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir hier? Also, soll ich Sie für Mittwoch reinschreiben, ja? Nee, lassen Sie es einfach. Ich denke mal, dass wir wieder irgendwas mit Ellen machen müssen. Vielleicht mit der geladenen Wasserpistole. Spinnst du? Ich habe schon mein Opfer ausgesucht. Ach so. Das ist ungünstig. Vielleicht die Partytröte. Warum? Warum nicht? Vielleicht wacht er ja auf. Polizeimarke? Wenn ich die einfach so rumzeige, kriege ich Ärger. Ja, das könnte angehen. Vielleicht das hier? Oh, ich sehe, Sie haben eine von unseren neuen laminierten Visitenkarten. Die sind toll, nicht? Aber sicher. Und jetzt ist die weg? Nee. Ja, prickelnd. Lieber nicht. Das mache ich. Schade, ich dachte, wir können die fesseln. Was könnte man denn sonst noch machen? Wir könnten hier mit dem Hammer eins überziehen. Ich habe seit 7 Jahren niemanden mehr einen Hammer übergezogen. Ich bin clean. Ah, herrlich. Was können wir denn noch machen? Hat die vielleicht Piercings? Ich glaube nicht, dass das jemand Schade. Will. Schade. Können wir Ellen vielleicht eins überziehen? Ich habe seit 7 Jahren niemanden mehr einen Hammer übergezogen. Ich bin... Entschuldigung, wo wollen Sie denn hin? Ich wollte Dr. Johnson Hallo sagen. Ich gehe aufs Klo, ist das nicht die richtige Tür? Dr. Johnson ist in Lebensgefahr, ich muss ihn warnen. Miss, hinter Ihnen, ein dreiköpfiger Affe. Dr. Johnson hat heute Geburtstag, ich wollte ihn überraschen. Miss, hinter Ihnen, ein dreiköpfiger Affe. Netter Versuch. Was haben wir da denn noch? Achso. Entschuldigung. Wollte nur Dr. Johnson Hallo sagen. Tja, das können Sie jetzt nicht. Der Doktor hat gerade einen Patienten. Okay. Ja, wir wissen auch wen. Entschuldigung. Ich gehe aufs Klo. Ist das nicht die richtige Tür? Versuchen Sie nicht, mich für dumm zu verkaufen. Doch, habe ich gerade versucht. Entschuldigung. Dr. Johnson ist in Lebensgefahr. Ich muss ihn warnen. Ach, bitte. Entschuldigung. Ja. Dr. Johnson hat heute Geburtstag. Ich wollte ihn überraschen. Geburtstag? Kann gar nicht sein. Ach, nicht? Wann ist er denn dann? Ich... Das hat er mir nie gesagt. Aha. Eben. Der ist heute, glaube ich. Okay, ich glaube Ihnen. Aber guck, ich kann Sie trotzdem nicht reinlassen. Mist. Oh. Ich habe noch eine Idee. Also, wegen Dr. Johnsons Geburtstag. Ja? Ich will eine Party für ihn schmeißen. Eine Party? Wo denn? Tja, was könnte denn besser sein als direkt hier? Hier? Ich weiß ja nicht. Mit ihr als Tänzerin. Oh, kommen Sie schon, vertrauen Sie mir. Der ahnt nicht das Geringste. Das stimmt. Also? Also bei Randall dabei? Kann ich okay. mir das vorstellen. Ach so, aber nein. Sie müssen noch Girlanden aufhängen, nee. Können Sie nicht? So sieht noch nicht sehr nach Geburtstagsparty aus. Lassen Sie mich nur mal machen. Deshalb haben Sie eine Maske auf, stimmt's? Wegen der Party. Ja, aha. Wegen der Party. Das dachte ich mir. Oh mein Gott. Okay, meine Liebe, wir haben Girlanden dabei. Wo können wir die denn hinhängen? Geben wir ihr. Hübsch. Die sehen sicher gut aus, wenn ich sie erstmal aufgehängt habe. Okay. Was nun noch? Also, was sagen Sie? Sie müssen noch Girlanden aufhängen und einen Geburtstagskuchen besorgen. Verschwenden Sie nicht noch mehr Zeit, bitte. Wo sollen wir denn jetzt einen Kuchen herholen? Oh, Leute. Also meine Idee wäre ja gewesen, die geladene Wasserpistole... Ach, die Steckdose geht gar nicht mehr. Also müssen wir jetzt noch einen Kuchen besorgen. Ja, die ist gerade richtig lieb. Anders als er. Ich hab die Maske schon. Sollte mich von denen lieber fernhalten.
Okay, lassen wir die jetzt die ganze Zeit auf? Ich sollte die Maske erstmal abnehmen. Okay. Wo könnten wir denn... Also ich habe... Meine erste Idee ist, zu Mrs. Grocer zu gehen. Ja, ja, ne, eine Partytröte haben wir auch noch. Stimmt, aber erstmal brauchen wir den Kuchen. Der fehlt uns ja sowieso. Also, vielleicht hat Mrs. Grocer ja einen. Da gehen wir jetzt erstmal gucken. Ah, da können wir immer noch rein. Sentry Mode activated. Oh, Sally ist weg. Schade. Nein, nicht schade. Aus. Da, hier, Leute. Was habe ich gesagt? Mrs. Grocer hat einen Kuchen gebacken. Bin ich jetzt gut oder gut? Lol. Das riecht echt gut. Ob die uns da jetzt wo runterschubst? Wieso ist denn da überall Blut? Okay. Bisschen komisch. Moment mal. Immer noch die Socke. Warum zum Geist? Ja, ist ja richtig nicht so auf. Ich weiß nicht. Die hat doch. Pass auf, die hat in den letzten Montagen hat die doch immer einen Kuchen angerührt. Deswegen bin ich darauf gekommen. So, dann gehen wir mal wieder zurück zum Psychiater. Dann haben wir den Kuchen. Und ich denke mal, dass Yannicks Tipp mit der Partytröte auch richtig ist. Letzter Follow von Visier? Wieso wurde mir das denn nicht angezeigt? Das ist ja was. Ich muss noch mal... Na, das machen wir jetzt nicht mehr. Müssen wir jetzt wieder die Maske aufsetzen, ha? Der Captain. So. Haben wir jetzt den leckeren Kuchen? Nee, Rattengift haben wir leider nicht mehr. Ja, das könnte gehen. Ach so, okay. Huch. Aber für einen Geburtstagskuchen fehlt da noch was. Für einen Geburtstag? Was? Kerzen oder was? Ja, wir nehmen auf jeden Fall mal die Partytröte. Hey, gute Idee. Braucht man auf jeder guten Party. Okay. So. Also, was sagen Sie? Sie müssen noch Girlanden aufhängen und einen Geburtstagskuchen besorgen. Verschwenden Sie nicht noch mehr Zeit, bitte. Hallo? Da fehlt irgendwas drauf. Das ist keine gute Idee. Also Kerzen oder was? Wo sollen wir denn jetzt Kerzen herbekommen? Vielleicht das da als Deko? Lieber nicht. Eher. Nee. Moment. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Ellen dekorieren! Nee, mit Ellen können wir nichts mehr machen. Ehrlich. Nee, aber wir müssen irgendwo Kerzen herbekommen. Oh Gott. Ich sollte die Maske erstmal abnehmen. Also gehe ich mal von aus. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir den Kuchen auch mit toten Tauben dekorieren. Wäre ja auch mal eine Idee. Wir gehen mal zur Pfandleihe. Der hat ja allen möglichen Scheiß da. Ne? Vielleicht finden wir ja da was. Stecke ich meine Hand nicht rein. Aber vielleicht irgendwas anderes. Das konnte ich noch nie besonders gut. Vielleicht mal mit ihm sprechen. Na? Hallo? Hallo, Potter Ryle. Reden Sie? Was ist denn mit ihm los? Seit wann reden Sie? Was zum Geier ist los mit dir? Du siehst noch verblödeter aus als sonst schon. Ich glaube, in dem Zustand kannst du mir nicht helfen. Ich verzieh mich nicht. Was zum Geier ist los mit dir? Du siehst noch verblödeter aus als sonst. Das muss ein krasser Fall von Quecksilbervergiftung sein. Ja,
das muss es sein. Das ist schon böse, ne? Oder? Moment mal. Du hast die ganze Mercury-Cola ausgetrunken? Bis zum letzten Tropfen. Der Kühlschrank ist kaputt. Da blieb mir nichts anderes übrig. Krass. Aber warum willst du dich umbringen? Hast du eine komische, unheilbare Krankheit oder was? Hä? Ich fragte, warum du lebensmüde geworden bist, Mel. Ah. Hallo? Kann ich was für dich tun? Ja, ich brauche eine Dose Mercury-Cola. Klar. Oh, warte mal. Hab keine mehr. Hab ich jetzt krass. Okay, das bringt mich sicher um. Aber ich bin so heil, das ist mir scheißegal. Okay. Ich glaube, in dem Zustand kannst du mir nicht helfen. Ich verzieh mich. Aha. Okay, ich versuch mal was. Ob wir das vielleicht in die Kapsel füllen können. Lieber nicht. Okay, das geht schon mal nicht. Haben wir sonst noch irgendeinen Behälter? Eher nicht. Okay, schade. Mets Wohnung. Können wir gleich mal gucken, ob wir da reinkommen. Ach, keine gute Idee. Letztes Mal war Phil richtig happy. Ich will ihn eine Weile so in Erinnerung behalten. Okay. Außerdem habe ich jetzt keine Zeit, Pakete auszuliefern. Oh. Ich muss diesen vieräugigen Irren finden, bevor er die ganze Stadt in die Luft jagt. Ach so. Stimmt. Wir können ja auch noch mal bei Matt gucken gehen. Aber ich glaube, da kommen wir gar nicht mehr rein, oder? Kommen wir da jetzt wieder rein? Haben wir da heute schon? Ne, der war doch abgeschlossen. Aber wir können ja trotzdem mal gucken. Stimmt, mit dem kleinen Racker müssen wir hier auch noch irgendwas anstellen. Der hat uns doch wieder mit dem Tacker abgeschossen, ne? Und mit ihm hier auch noch. Entschuldigung? Hat dir die komische Stimme von dem Mann gefallen? Ja! Der stinkige Ballonmann ist lustig. Das ist lustig, wenn der lustige Sachen macht. Naja, na gut. Soll er denn nochmal seine komische Stimme machen? Ja, oh ja, voll Depp. Na gut, aber ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Fang bitte nicht wieder damit an. Sag ihm einfach, er soll's nochmal machen. Na gut, Depp. Entschuldige, dass ich nochmal störe. Warum verkaufst du jetzt Luftballons? Ich glaube, der Junge will dir was sagen. Okay. Ich glaube, der Junge will dir was sagen. Echt? Na, Grosso, kann ich dir helfen? Komische Stimme? Komische Stimme? Siehst du, ich bin nicht der Einzige, der das nochmal hören will. Gefällt dir meine quiete Stimme, Junge? Komische Stimme. Oh ja, komische Stimme. Der Kleine hat sie nicht alle, oder? Schau ihn dir halt an. Wird schon sagen, der hat sie nicht alle. Nun ja, mein Kleiner. Für so einen Wonneproppen mache ich alles. Okay. Nicht wohl zu weit. Oh, hast du den gekillt? Ich glaube nicht. Aber vielleicht hat er einen Hirnschaden. Jetzt ist er also genau es war nur aus dem Affekt heraus, ne? Den Typ fasse ich nicht an. Okay. Können wir die... Daran sollte ich nicht rumspielen. Können wir die Luftballons mitnehmen? Alle. Lass deine dreckigen Griffel von meinen Ballons. Alter. Au! Das ist ja gut. Kannst sie alle behalten, du rotznasige Ausgeburt der Hölle. Ganz genau. Alles meine. Boah, ich möchte ihn schon wieder einfach nur töten. Warum sollte ich die hier aufsetzen? Um den kleinen Schei... Moment mal. Wenn ich die einfach so rumzeige, kriege ich Ärger. Ist er erstmal umgekippt. Feuerlöscher? Warum? Warum nicht? Wirf ihm sie nach den Kopf. Mein Gott, Hammer. Ich hab's jetzt. Ja, okay. Baseball. Glaube kaum, dass jemand mit mir spielen will. Den Hammer schreibt sie, habe ich schon. so diese Momente? Luftballons. Die sollten alle mir gehören. Warum sollte ich noch mal mit dem Jungen reden? Ein Kind. Gott, ich hasse Kinder.
Warum sollte ich die hier aufsetzen? Ja, ist ja gut. Vergiss es. Okay. Nimm das Tape und fessel ihn. Ja, das wäre toll, aber ich glaube, vorher schießt er uns ab. Das mache ich nicht. Schade. Ich meine, habt ihr sonst irgendeine Idee? Nee. Das Heliumventil. Können wir damit vielleicht irgendwas machen? Alter Schwede, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gucken auch erstmal eben weiter. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube, einer ist mehr als genug. Okay. Dann gehen wir jetzt doch nochmal in Mats Wohnung. Können wir gerade nicht rein. Aufs Dach können wir auch nicht. Den jetzt nicht. Ich habe hier noch nie... Ach Moment, wir haben ja jetzt die laminierte Karte. Oh. Die andere war einfach nur nicht robust genug. Können wir den jetzt mitnehmen? Ich nehme den Kubus nicht mit. Okay, Regale, Fenster. Dann gehen wir nochmal in die Küche. Tyler Durden isn't real? Okay, können wir den Kühlschrank jetzt öffnen? Den fass ich lieber. Okay. Kaffeebecher. Improvisierter Ausgang. Wieso? Die muss ich nicht nehmen. Jedenfalls nicht jetzt. Können wir vielleicht mal irgendwas mit dem Mixer anfangen? Damit will ich den Feuerlöscher. Da könnten wir den Jungen reinstecken. Warum nehme ich nicht einfach die Tür, wie jeder normale Mensch auch? Ja, jetzt sind wir hier in der Wohnung und ja. Das lasse ich mal. Da ist noch was von Matt drin. Warum auch immer da noch was von Matt drin ist. Der ist ja noch am Leben, der Junge. Wieso können wir hier in die Wohnung? Oh. Wird mir... Ja, ist gut. Passt gerade zu... Nakitan, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe Portal noch nicht gespielt. Beschlossen. Also wir müssen ja noch irgendwas für den Kuchen finden. Luftballons bräuchten wir aber auch für eine Geburtstagsparty, ne? Ich glaube nicht, dass das... Moment mal. Können wir nicht mit dem Magneten irgendwie die... Eher nicht. Nägel umleiten, die der schießt? Eher nicht. Nee, habe ich wirklich noch nicht gespielt. Das Helium hat ihn ganz schön zerfickt. Zerfickt, sagt er. Können wir hier oben? Hier oben gab es doch auch noch. Ach ja, Kuchen haben wir ja schon. Gecancelt. Ja, da können wir auch nichts mehr machen. Das Heliumventil können wir immer noch. Ich will die Ballons haben. Lass deine dreckigen Griffel von meinen Ballons. Au! Ist ja gut. Kannst dir alle behalten. Ganz genau. Alles meine. Ja. Dafür ist das nicht. Boah, es ist so ein Arschloch manchmal. Oh, da kann man auch zu U-Bahn. Das wusste ich gar nicht. Clayton's Cave. Gehen wir da mal schauen, ob man da irgendwas machen kann. Okay, ja stimmt, das sind schon recht viele. Von hier aus kriege ich... Okay, die ist zu. Warum auch immer. Waren wir da denn diesmal schon drin? Ich gehe da fest von aus. Ach ja, die super scharfe Elaine? Oder wie war vielleicht das noch? Später. Eine Abreibung am Tag reicht mir.
Ja, die Abreibung, kann ich mich noch dran erinnern. Okay, das war also an diesem Montag. Charlies Comics, Psychiaterpraxis. Da waren wir da. Also es muss irgendwo... Ich gehe nochmal zum Psychiater. Homebrews hier. Setz mal auf den Scheiß. Können wir mit der Maske zu Charlies Comics gehen? Ich sollte die Maske. Ja, okay, nee, dann bleib hier. Nein, 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 nein. Oh. Will ich nicht. Oh. Ernsthaft jetzt, Vivi? Och, Mensch. Oh, herrlich. Ja, ich muss auch noch mal nach dieser Zitatfunktion gucken. Ja, vielleicht probieren wir das noch mal mit der Tröte hier. Okay. Yannick, weißt du das schon? Hast du das gegoogelt oder selber gespielt? Okay, ja krass. Das könnte gehen. Aber für einen Geburtstagskuchen fehlt da noch was. Ja, das wird bestimmt lustig. Ja, da fehlt noch irgendwas für einen Geburtstagskuchen. Habt ihr eine Ahnung? Es wird nicht klappen. Eher nicht. Was soll ich das denn kombinieren? Wollen die mich komplett verarschen schon wieder? Er nicht. Also er hat schon mal die Tröte. Nee, Yannick, ich glaube heute kein Facebook mehr. Ich bin jetzt heute noch Randall's Monday. Ich weiß allerdings, ich kann heute auch nicht so lange machen. Also bis 12, ne? Also noch 20 Minuten. Ich morgen früh hoch muss. Habt ihr denn noch irgendeine Idee? Ich meine, Geburtstagskuchen. Da muss ja irgendwas drauf. Ich meine, wir haben im Inventar den Teleskopentenbügel, Tube Klebstoff, eine U-Bahn-Karte, einen Verkehrskegel, Feuerlöscher, Captain Red Poster, Hammer, Duct Tape, Baseball, ein Blech, ein Stück, einen Magneten, Torx-Schraubenzieher, eine offene Kapsel, ein Maßband, eine geladene Wasserpistole, eine Polizeimarke. Mieze, die ist draußen. Oder Plutonium. Ja, Plutonium haben wir ja leider nicht mehr. Doch nochmal irgendwas hier drin. Ja, davon möchte ich dann aber auch eine Kopie haben, ne? Da rede ich lieber mit dem Toaster. Oh, da muss ich raus. Ich kann mir das nicht anhören. Ich kriege eine Krise. Was ist das? Zigarette? Das klingt vielleicht eklig, aber eine Zigarette ist eine Zigarette. Hab schon viel Schlimmeres gehört. Passt mal auf.
Die stecken wir jetzt als Kerze in den Kuchen. Hey, oh nein! Das erinnert mich echt an meinen 10. Geburtstag. Da gab es zwar keinen Kuchen, aber da habe ich meine erste Zigarette geraucht. Ich glaube es nicht. Ey, jetzt ohne Scheiß, das ist wieder so eine Stelle, ne? Da denke ich mir, wer soll denn auf diesen Bullshit kommen? Alter Schwede. Ja, so viel dazu. Ja, das ist dann Logik. Was für ein schöner Kuchen. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Deko und die Party kann losgehen. Perfekt. Den gebe ich ihm persönlich, wenn ich die Dekoration fertig habe. Wollt ihr mich veräppeln? Ich glaube, das geht nicht als Geburtstagsdekoration durch. Muss ich gar nicht. Muss ich... Nee. Was soll ich denn jetzt noch als Geburtstags... Ich glaube. Oh, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Baseball. Ich glaube, das geht nicht als Geburtstagsdekoration durch. Ja, klar. Nee, bleibe ich. Weiß ich ja jetzt. Also es kann natürlich mal sein, dass ich es vergesse. Dann muss ich mich nochmal drauf hinweisen. Aber so viele Namen, die ich schon im Kopf habe. Auch im Battle.net und hier, das ist ja echt gigantisch. In dem Fall bist du auf den Scheiß gekommen. Ja, das stimmt allerdings, Cryman. Aber trotzdem. Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl bei einigen Spielen, auch zum Beispiel The Binding of Isaac. The Binding of Isaac ist ein Roguelike. Ja, das kennen die meisten wahrscheinlich auch. Und das ist so, du hast am Anfang das Gefühl, dass alle Schüsse, alle Fähigkeiten von Bossen genau dahin gehen, wo du hinläufst. Also die sind genau, die KI ist genau so eingestellt, dass die wirklich immer dahin zielt, wo du aus dem Affekt hinläufst. Ist wirklich so. Und nachher, dieses Spiel verändert deine Denkweise. Und das ist bei Randall's Monday genauso. Ich wäre am Anfang nie auf so eine Scheiße gekommen, aber dadurch, dass ich Randall's Monday spiele und auf diesen Blödsinn kommen muss, denke ich mittlerweile manchmal so. Klar, Nakitan, ich hab über 120 Stunden in The Binding of Isaac, also im Original, ne? Klar, eins meiner absoluten Lieblings-Indie-Games, der Hammer. Können wir auch mal hier zusammen spielen. Ich habe auch, Rebirth habe ich auch. Mega gut. Ich habe mir sogar früher bei einem YouTuber 1000 Folgen davon angeguckt. Also wirklich, ich habe alle 1000 gesehen. Ich finde das Spiel so gut. Ich habe so geschrien. Vor allem, es ist so geil. Die ganze Story und die Charakterentwicklung in The Binding of Isaac ist so geil. Ich habe schon so gelacht. Muss ich euch mal zeigen. Also für alle, die das nicht kennen. Also es ist auch wieder absolut makaber. Das ist aber erst ab 16, glaube ich. Oder 18? Ne, 16. Och Gott, Nakitan, dafür bist du ja jetzt hier. Ja, wir spielen auf jeden Fall nochmal The Binding of Isaac. Ja, das ist aber schon witzig, ne? Also vor allen Dingen auch, dass wir uns alle so untereinander verstehen und dann die Interessen so ähnlich sind. Also ja, nicht überall, aber so, also was so den Kern anbelangt, das ist schon... Ich finde das immer wieder erstaunlich. Gut, aber jetzt mal kurz weiter hier im Text. Also es gibt hier auch, wenn das released wird, Enter the Gungeon. Das verfolge ich begierig. Das kommt, glaube ich, 2016 raus. Oder hier Nuclear Throne, sagt ihr bestimmt auch was. Das möchte ich mir auch so gerne kaufen, aber es sind mir einfach zu viel mit 13 Euro. Ja, Nuclear Throne kennst du bestimmt auch. Ein super geiles Indie-Game. Der Hammer, also es ist so gut. Wenn ich das mal über habe, dann hole ich mir das auch. Habe ich mir fest vorgenommen. Es ist ja sogar noch im Early Access. Und dann Enter the Gungeon. Auf jeden Fall, das sind so Spiele für mich, so Indie-Games,
wo ich sagen muss, die möchte ich noch unbedingt haben. Das gibt so geile Indie-Spiele. Ja. Vor lauter Gelaber. Deko. Deko. Ich glaube fast, die haben wir nicht im Inventar. Muss ich gar nicht. In der Kugel war mein Kaugummi drin. Ich weiß. Mein Gott. Oh, vielleicht das. Deko? Hey, gute Idee. Oh, komm schon. Braucht man auf jeder guten Party. Lol. Ja. Okay, müssen wir den jetzt irgendwo aufstellen? Wir geben Ellen den. Also, was sagen Sie? Das Büro sieht noch nicht nach Party aus. Alles muss perfekt sein. Was denn jetzt noch? Ich glaube nicht, dass das jemand will. Was können wir denn hier überhaupt anwählen? Ellen und sie? Oh nein, passt mal auf, die zieht die Dinger gleich an. Ich glaube... Ach so, schade. Oh, Bibi, liebe Bibi. Sieht noch nicht nach Party aus, aber ich glaube, wir müssen... Das macht... Ach so, schade. Wir müssen Ellen dekorieren, das ist ja auch mal was. Polizeimarke. Wenn ich die einfach so... Okay. Die Tröte hat er schon. Vielleicht die geladene Wasserpistole. Spinnst du? Ich hab schon... Ja, okay. Dann vielleicht das Maßband. Das würde keiner wollen. Naja, ich schon. Vielleicht einen Magneten. Ich glaube nicht, dass das jemand will. Ja, Ellen ist schon eine geile Sau, das stimmt. Nee. Aber wir probieren jetzt hier einfach mal alles durch, denke ich mal. Vielleicht den Teleskop-Entenbügel. Nein, den gebe ich nicht her. Mein nützlichster Gegenstand, den gebe ich nicht her. Ja, ja. Das habe ich mir gedacht. Das muss nicht ge... Halt die Fresse. Echt mal, Captain Red Poster. Das gebe ich nicht weg. Das gebe ich nicht weg. Oh, wie er sich auch anstellt, ne? Es ist unglaublich. Es muss alles perfekt sein. Was denn jetzt noch? Was will sie? Mit dem will ich... Ja, ich weiß. Die Empfangsdame. Sieht ziemlich kompetent aus, aber aufs Äußere soll man sich ja nicht so verlassen. Ach so, Moment, ich versuche den Kuchen jetzt nochmal. Ich sagte ja schon, perfekt. Gut gemacht. Okay, das heißt, wir können da jetzt rein? Denken Sie nicht mal dran. Das war so nicht abgemacht und ich will Dr. Johnson nicht enttäuschen. Oh, was willst du? Das Büro sieht noch nicht... Ja komm, laber mich nicht voll. Dann geben wir Ellen jetzt den Kuchen. Will ich das wirklich machen? Jetzt ist es ein Geburtstag. Ich sagte ja schon, perfekt. Gut gemacht. Ja. Was denn jetzt noch? Oh, anstrengend, die Frau. Echt anstrengend. Es muss alles nach Party aussehen. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es nicht. Vielleicht Feuerlöscher. Warum? Warum nicht? Das ergibt doch sowieso alles keinen Sinn. Hammer. Vielleicht mit dem Hammer. Ich hab's. Ja, ich weiß. Du bist clean. Also? Was sagst du? Was will die denn das jetzt Büro noch? Sieht noch nicht nach Party aus. Alles Boah, du hast muss mir auch schon so viel sein. Zugeguckt. Ja, aber wir können doch hier nichts mehr machen. Klebstoff auf Ellen. Meine schöne Klebstofftube? Vergiss es. Vielleicht den... Ne, das hatten wir ja schon. Leute, ich habe keine Ahnung. Was aber... Vielleicht doch das Radio.
Ich nehme den nicht. Ach komm schon, dann wird's nach Party aussehen. Was könnte uns denn jetzt noch fehlen? Eher nicht. Ach, die Ballons! Wir müssen an die Ballons rankommen, Leute. Ich sollte die Maske erstmal abnehmen. Ja, Hank, du hättest mal dabei sein sollen. Hier gab's letztes Mal ein Star Wars Quiz von dem Überwachungsroboter gemanagt. Da hättest du dich totgelacht, das schwör ich dir. Das war so irre. So eine Scheiße. Hab die Fassbier geschickt? Du hast mir was geschickt? Fassbier? Ein Fassbier? Eine Fassbier zu meiner Sauerkraut? Das finde ich aber sehr, sehr, sehr lecker. Ja, Nakitan, das stimmt. Die Empfangsdame nervt schon ein bisschen. Aber es sind die Luftballons, Leute. Brauchen die Luftballons. Ein Fassbier. Freddy Fassbier, Tobi. Ja, ist ja gut. Aber trotzdem, Fassbier hört sich an wie Fassbier. Weiß ich doch. Dankeschön, lieber DBT-Dix. Dann gucken wir nachher. Ich weiß. Mensch. Alles gut. Wir müssen noch überlegen, wie wir den kleinen. Warum sollte ich die hier aufsetzen? Oh, halt die Fresse. Entschuldigung. Wie können wir die kleine Rotzgöre ausschalten? Mein nützlichster Gegner. Die will ich ja auch nicht weggeben. Aber wir müssen irgendwie an die Ballons kommen. Das würde keiner. Also ich hätte jetzt dran gedacht, das als Brustplatte nehmen. Muss ich gar nicht. Ja, mit Rattengift ist alles einfacher, das stimmt. Wer braucht denn die? Naja, eine Menge Leute. Okay. Ich hab keine Ahnung, ehrlich nicht. Habt ihr eine Idee, wie von dem kleinen, wie wir die Luftballons da wegkriegen? Ach ja. Dafür ist das nicht. Dafür ist das nicht. Ah, manchmal ist er so scheiße. Da muss nichts. Können wir vielleicht. Weiß ich nicht. Da muss nichts gemessen werden. Das würde keiner wollen. Jo, Adain, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, Nakitan, es geht nicht, aber sobald wir die Maske anklicken, kommt das. Warum sollte ich die hier aufsetzen? Das gebe ich nicht weg. Boah, wie er. Aha. Anstrengend. Das wird nicht klappen. Muss ich. Ich will ihm. Oh, ich möchte ihn. Ich glaube kaum, dass jemand mit mir spielen will. Ah, den Kopf werfen. Warum sollte ich nochmal mit dem. Luftballons. Die sollten alle mir gehören. Die brauchen wir. Das Heliumventil. Ja. Daran sollte ich nicht rumspielen. Wieso nicht? Können nicht irgendwas mit dem bewussten, bewusstlosen. Muss ich gar nicht. Nee, musst du auch nicht mehr, da hast du recht. Na, vielleicht mit dem Teleskop-Entenbügel.
Vergiss es. Okay, das funktioniert auch nicht. Und wir zeigen ihm dann erstmal unsere Teleskop-Entenbügelliebe. Ja, das mit der Polizei im Acker habe ich auch schon versucht. Wenn ich die einfach so rumzeige, kriege ich Ärger. Dann sagt er das. Es ist bestimmt wieder irgendwas ganz, ganz Banales. Irgendwas total Bescheuertes. Und die letzten Male auch. Oder irgendein Gegenstand, den wir vergessen haben. Ich meine, aus irgendeinem Grund können wir ja auch in Ellens Wohnung rein. Ach Quatsch, Ellen sag ich schon, in Nets Wohnung rein. Das kann ja auch nicht grundlos sein. Aber vielleicht auch, damit wir hier das Deo, falls wir das, nee. Die Gabel, nee, die hätten wir ja schon davor gebraucht. Vielleicht ist in der Küche ja noch irgendwas. Können wir... Muss der... Okay, warte mal. Moment! Nee. Vielleicht können wir jetzt endlich irgendwas mit dem Magneten anfangen. Eher nicht. Anstrengend. Anstrengend! Wasserhahn, Auerhahn. Den fasse ich. Weiß ich auch nicht, Nakitan. Ja, das wäre zu einfach, da hast du recht. Aber trotzdem. Manchmal könnte er ja auch ein bisschen kreativ sein von sich aus, ne? Finde ich aber auch. Man hier nichts mehr machen kann. WB. So. Aber. Ja, es ist jetzt schon 12 Uhr. Ein bisschen haben wir heute schon wieder geschafft. War recht produktiv, will ich meinen. Wir sind weitergekommen. Ja, an dieser Stelle beenden wir die Folge für heute. Ich kann ja nun nicht so lange...